Heute. Heute wollte ich ein Video machen, in dem ich euch diese Hartschale oder so Hartschale von Teutonia zum Kauf anbiete. Ich habe die selber heute erst bekommen und bin echt mega traurig, weil sie passt leider nicht auf mein Gestell. Ja. Und ja, da das bei eBay in letzter Zeit wirklich blöd läuft, und zwar meine letzte Hartschale, die ich hatte von Teutonia, ist rausgegangen für einen Euro. Der Stubenwagen ist rausgegangen für einen Euro. Und ich habe es wirklich ein bisschen satt mit eBay. Und deshalb wollte ich über YouTube jetzt probieren, die Hartschale zu verkaufen. Weil die sieht wirklich noch wie neu aus. Und ja, für eBay ist sie mir wirklich ein bisschen zu schade. Also wenn sie hier über YouTube keiner nimmt, dann würde ich sie bei eBay per Sofortkaufen reinsetzen. Was natürlich dann auch wieder Angebotgebühren kostet. Und ja, aber einfach so versteigern würde ich sie jetzt nicht, weil die echt nicht billig war. Ja, die ist von 2009, die Hartschale, und passt nicht auf das Modell von Teutonia, den Mistrel. Auf den Mistrel passt dieses Modell leider nicht, aber auf die anderen Modelle, soweit wie ich das verstanden habe, also auf Cosmos bringt. Und ja, auf die Modelle, die halt schmaler sind als der Misrael. Ich selber habe einen Misrael und da ist es leider die Sitzeinheit etwas breiter und deshalb passt diese Hartschale leider nicht auf meinen Kinderwagen von Teutonia, was ich echt schade finde. Ich dachte erst, das würde gehen, weil in der Beschreibung stand, passt auf alle Modelle von 2009. Und da habe ich mich eigentlich drauf verlassen und habe nicht nochmal weiter nachrecherchiert und habe es halt dann gleich gekauft. Und ja, musste heute dann leider feststellen, dass es nicht auf meinen Mistral passt. Und habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert. Und zwar stand da jetzt, dass es auf die anderen Modelle wohl passt, weil die anderen Modelle schmaler sind. Es geht aber nur für die Jahrgänge, wo man diese Sitzeinheit auch schon abklicken kann. Bei den ganz alten Teutonia-Modellen geht das nicht, wo die Sitzeinheit noch fest verankert war. Aber für alle, die ihre Sitzeinheiten abnehmen können, müsste das eigentlich passen. Ich kann euch da natürlich auch keine Gewährleistung geben, weil ja, ich da auch nicht so sicher bin. Aber es müsste wohl für die anderen Modelle alle gehen. Also das kann man dann hier so rausklicken. Zeig's euch mal. Dinger halt rausklicken und dann kann man das halt auf das auf die Na, auf das Gestell klicken. Ja, wie gesagt, bei den Teutonia Mistral geht es leider nicht. Ja, die Schale und jetzt diese Hartschale kommt so, wie ihr sie hier seht, mit Matratze. Also da ist noch eine Matratze drinne. Ist wirklich ein wunderschönes Design und ich bin wirklich mega traurig, dass die bei mir leider nicht passt. Ich würde die Hartschale für 86 Euro verkaufen. Also, und da wäre auch schon Versand mit drinne. Wie gesagt, müsste auf alle Modelle passen, bis auf den Mistral S oder Mistral, weil bei Mistral sind die Sitze. Ist die Sitzeinheit wohl breiter wie bei den anderen Modellen? Ihr könnt ja da auch selber nochmal recherchieren. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mich ja noch anschreiben.
Wie gesagt, für 86 Euro werde ich die Handschale verkaufen. Ja, vielleicht habt ihr ja ein Teutonia und braucht noch so eine Hartschale. Wie gesagt, für den Mistrell geht es leider nicht. Für die anderen müsste es gehen. Ich weiß aber nicht, für welche Jahrgänge außer 2009 es noch geht, weil Teutonia hat, wo dann hier diese Halterung hat, wo Teutonia ja dann nochmal geändert. Also für die neueren Modelle weiß ich jetzt nicht, ob es noch geht. Jetzt für 2012 oder 2013, da weiß ich jetzt nicht, ob das da noch passt, weil ich habe mich da auch jetzt nicht weiter informiert. Ich weiß nur, dass Teutonia ja irgendwann diese Halterung nochmal verändert hat. Da müsstet ihr aber dann einen ganz neuen Teutonia haben. Also für den ganz neuen 2013 geht es, glaube ich, auch nicht. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Wie gesagt, was ich ganz genau weiß, ist, dass die Hartschale halt von 2009 ist und passt dann auch für die Jahrgänge 2009. Ja, bis auf den Mistral, ob für 2010 noch passt, ich denke mal schon, aber ich weiß es wie gesagt nicht. Aber vielleicht braucht ihr ja auch noch irgendein Bett für, als Reisebett kann man das sicherlich auch gut benutzen für die ersten Monate. Oder wer Reborns hat als Bett, also man kann ja diese Halterung, ich klicke sie nochmal ein, halten. Ja, ansonsten ist er halt sehr geräumig und dann kann man hier dieses Verdeck kann man natürlich auch noch einklappen. Muss ich mal sehen, ob ich das jetzt mit einer Hand hinkriege. Ja, kann man sogar mit einer Hand bedienen. Also es geht auch, kann man locker mit einer Hand bedienen. Einfach hier drücken und dann geht das geräuschlos zurück. Was ich sehr schön finde. Ja, und ansonsten kann man es halt wieder vormachen. So. Und dann ist auf jeden Fall eine wunderschöne Hartschale. Wie gesagt, wie neu. Für 86 Euro würde ich so verkaufen. Und ja, bei Interesse bitte melden. Ja. Und wenn es halt keiner von euch kauft, also wenn sie jetzt keiner von YouTube kauft, ja, jetzt mache ich schon meinen Einkauf selbstständig. Wenn sie jetzt keiner von YouTube kauft, dann muss ich mir halt was anderes überlegen. Ob ich sie bei eBay Kleinanzeigen reinsetze oder was ich dann damit mache, weil, ja, eigentlich, ich brauche die jetzt nicht, weil eigentlich war sie, wie gesagt, für Unterricht gedacht. Weil ich von diesen Softtaschen nicht so begeistert bin, wollte ich eigentlich gerne so eine Hartschale haben. Aber ja, passt ja nun wieder mal alles nicht. Und ja, alles sehr ärgerlich. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, wie gesagt, wenn es einer von euch haben möchte, könnt ihr ja gerne in die Kommentare posten oder mir eine Privatnachricht schreiben. Ich werde dann so schnell wie möglich antworten, weil es ist mir ja auch recht, wenn ich sie, sag ich mal, schnell verkaufe und weil ich brauche jetzt nicht noch was, was noch rumsteht. Und wie gesagt, über eBay würde ich es ungern wieder probieren, weil ja, man macht zu viel Verlust, weil was hat man im Endeffekt für einen Euro, Ach ja, und das Härteste war ja noch, der hat die Hartschale für einen Euro ersteichert. Also meine alte Hartschale. Gut, das war wirklich eine alte Hartschale. Aber ich hätte mir wenigstens noch so, naja, so 10 Euro hätte ich mir schon noch gewünscht, weil es war ja ansonsten war ja nichts dran, außer dass es halt ein älteres Modell war, die Hartschale. Auf jeden Fall hat er sie für einen Euro ersteichert
Und weil das ja noch nicht günstig genug war oder keine Ahnung, hat er mir ja dann noch eine schlechte Bewertung rein gehauen. Also das finde ich dann unmöglich von den Leuten. Und deshalb habe ich eBay ein wenig satt. Ich meine, da hätte ich auch einen Stubenwagen an jemanden von euch verschenken können und wir hätten das irgendwie mit dem Versand geregelt. Weil im Endeffekt, was habe ich jetzt von einem Euro? Und genauso wie mit der Hartschale, da hätte ich die alte Hartschale auch an jemanden von euch verschenken können. Und man hätte halt das irgendwie mit dem Versand noch geregelt. Und von daher werde ich mir jetzt einfach eine andere Lösung einfallen lassen, außer eBay. Außer das normale eBay, wie gesagt. Vielleicht werde ich mal bei eBay Kleinanzeigen probieren. Oder vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp, wo man gebrauchte Sachen gut verkaufen kann. Da wäre ich natürlich auch sehr dankbar, weil mit eBay habe ich es wirklich satt. Weil es kommt nichts dabei rum. Am Ende kriegt man nur noch schlechte Bewertungen. Es wird einem noch nicht mal gedankt und das macht mich halt so ärgerlich. Naja, gut. Also bei Interesse könnt ihr euch gerne melden. Und dann sage ich mal, das war's dann erstmal wieder von mir für euch für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.